Diese Tinte mag nicht sonderlich spektakulär aussehen, aber sie hat es auf jeden Fall in sich, denn sie kann in drei unterschiedlichen Farben zeichnen bzw. malen. Und ob das überhaupt sinnvoll ist oder halt auch überhaupt nicht, sage ich dir in diesem Video. Bevor wir aber auf die Besonderheiten der Tinte an sich eingehen, schauen wir uns die Verpackung mal etwas genauer an. Wenn man das Tintenfass das erste Mal rausholen will, dann muss man halt nur an den Deckel des Tintenfasses ziehen. Als ich mir die Tinte das erste Mal richtig angeschaut habe, hat mich die Farbe so ein bisschen an Quecksilber erinnert, weil die halt auch so einen metallischen reflektierenden Glanz hat. Aber meine Sorgen sind natürlich unbegründet. Dennoch sollte man sich die Tinte nicht in irgendwelche Körperöffnungen reinspritzen, wo es nicht reingehört. Jedenfalls ist mir dann schon mal der erste Fauxpas aufgefallen, nämlich die Laschen, die das Tintenfass in der Verpackung halten. Die wurden nämlich falsch bedruckt, denn ihr könnt hier sehen, dass die Schrift eigentlich genau auf der anderen Seite sein sollte, weil wenn man das aufklappt, dann kann man das nicht direkt lesen. Für euch wahrscheinlich total unnötig, dass ich das sage, aber mir als Illustratorin ist das aufgefallen. Jedenfalls, bevor wir richtig hier loslegen, würde ich am Anfang noch gerne einige wichtige Infos mit euch teilen zu dieser Tinte, denn die hat nämlich einen geschichtlichen Hintergrund. Die ersten Tinten von der Marke Sailor wurden aus dieser Serie 2019 veröffentlicht. Also es gibt die schon ein bisschen länger. Insgesamt gibt es zu den Farben vier unterschiedliche Serien. Die Tinte, die ich in diesem Video benutzen werde, gehört zu der Ayami-Serie. Es gibt aber noch die Hinyoki-Serie, die Fuji-Serie und die Coke-Serie. Und alle diese Tinten haben halt auch diese Eigenschaft, dass sie sich in mehrere Farben verwandeln können. Inspiriert wurden diese Tinten von den japanischen Gedichten, die man auch Manyosu nennt. Diese Gedichte handeln größtenteils von der Natur und vom Alltagsleben der Menschen damals. Das Besondere hier ist, dass jede Tinte einer anderen Blume oder Pflanze zugeschrieben wird, die halt in diesen Gedichten erwähnt wird. Das Ironische an der Sache ist, dass diese Tinten zwar in Japan hergestellt werden, aber sie nur außerhalb Japans verkauft werden. Also gut für uns Europäer, schlecht für die Japaner, würde ich sagen. Da ich mit dieser Tinte vorher noch nie gearbeitet habe, habe ich dann halt angefangen, so ein bisschen herum zu experimentieren und die Farbe so ein bisschen zu swatchen. Schon bei den ersten Tests habe ich gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist, mit dieser Tinte zu arbeiten, denn ich bin nicht so richtig damit klargekommen. Und das lag einfach daran, dass halt diese Tinte so extrem flüssig ist. Die ist halt so flüssig, dass sie noch nicht mal an der Feder richtig haftet. Und deshalb war das für mich sehr schwer, damit zu arbeiten am Anfang. Ich wollte es aber auch nicht akzeptieren, deswegen habe ich einfach weitergemacht. Außerdem habe ich noch versucht, halt diese Farbvariation, die eigentlich diese Tinte haben sollte, zu beeinflussen. Beim Zeichnen ist dieser Effekt jedoch sehr minimalistisch und es hat mich so ein bisschen enttäuscht, dass wenn man halt keine großen Flächen damit anfertigt, dass man das im ersten Moment nicht so wirklich das so sieht. Nur wenn man wirklich richtig, richtig dunkel wird, kann man das dann halt auch sehen. Um euch besser zeigen zu können, wie die Farbe sich von grün zu violett ändert, habe ich das Ganze nochmal mit einem Pinsel aufgetragen, um euch das einfach besser zeigen zu können. Also ihr könnt hier sehen, wie das denn getrocknet aussieht. Also es ist schon sehr faszinierend, wie sich die Farbe verändert. Aber wer hier wirklich hofft, dass man das irgendwie diesen Effekt kontrollieren kann, leider nicht, Leute. Um die dritte und letzte Farbe aus der Tinte rauszubekommen, brauchen wir noch einen extra Teller bzw. Palette und Zitronensäure. Diese trägt man dann auf die getrocknete Tinte einfach auf und das führt halt dazu, dass die Tinte halt diesen Neonschein bekommt und halt so richtig schön leuchtet. Es macht unglaublich viel Spaß, mal diesen Effekt herumzuprobieren. Allerdings muss ich euch auch sagen, dass wenn man wirklich diese Technik einmal benutzt, dann kann man nicht wieder darüber gehen, um das dunkler zu machen. Es wird dann immer so hell bleiben und es gibt kein Zurück mehr. Mit diesen ganzen Infos habe ich mich dann auf die Reise begeben, um ein Kunstwerk anzufertigen. Und dazu habe ich dann erstmal mein Lieblingspapier ausgewählt. Am Anfang habe ich dann wie immer alles mit Hilfe eines Bleistiftes vorgezeichnet. Für das Motiv, was ich hier anfertige, habe ich mich für ein sehr mystisches Motiv entschieden, weil mich diese Farbe halt auch ein bisschen dazu inspiriert hat. Generell muss ich aber sagen, dass ich beim Anfertigen des Bildes einen großen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich das ganze Bild mit Hilfe einer Feder gefallen lassen.
Ich kann euch aber sehr empfehlen, die Tinte mit einem Glaspen zu benutzen, denn dadurch wird halt die Tinte sehr viel besser fließen und ihr werdet auch keine Probleme haben, dass ihr die ganze Zeit nachtauchen müsst, weil keine Tinte an der Feder da dran haften bleibt. In meinem Fall habe ich das aber nicht gemacht, weil ich einfach keinen Bock hatte, den Glasstift zu benutzen und weil ich das einfach auch nicht akzeptieren wollte. Hat auch funktioniert, wie ihr sehen könnt, aber wie gesagt, wenn ihr euch das ein bisschen einfacher machen wollt, dann benutzt einfach einen Glasstift. Während ich hier gerade am Zeichnen bin, möchte ich mit euch noch mal ganz kurz darüber reden, was mir denn jetzt für Vor- und Nachteile an dieser Tinte überhaupt aufgefallen sind. Was mir beim Zeichnen generell negativ leider aufgefallen ist, ist, dass die Tinte sehr matt trocknet, was halt einfach heißt, dass man halt diesen glänzenden Effekt halt nicht da hat und auch ein bisschen mehr Probleme dabei hat, Kontraste zu erzeugen. Eine weitere negative Sache, die ich nochmal ansprechen wollte, ist einfach der Preis der Tinte. Denn insgesamt habe ich 32,04 € bezahlt. Und das ist natürlich ein sehr stolzer Preis, wenn man bedenkt noch dazu, dass die Tinte wirklich sehr schnell alle geht, weil sie halt so unglaublich flüssig ist und man halt immer wieder in das Tintenfass reintauchen muss. Dennoch habe ich aber auch gesehen bei meiner Recherche, dass die Preise zu dieser Tinte sehr stark schwanken. Also von 15 € bis 40 € habe ich schon alles gesehen. Und man muss halt so ein bisschen recherchieren, um den günstigsten Preis halt zu erwischen. Besonders auf Amazon ist der Preis immer ein bisschen höher, aber generell war mir das nochmal wichtig zu erwähnen. Ich werde euch auf jeden Fall einmal den Link, die Tinte über Amazon in die Kommentare packen und dazu auch noch einen Link, wo ihr das ein bisschen günstiger kaufen könnt. Das ist übrigens nicht gesponsert hier, das Video ist alles meine persönliche Meinung. Und ich verdiene auch kein Geld, dass ich das hier sage. Aber generell finde ich schon, dass man, egal zu welchem Preis man das jetzt kauft, hier auf jeden Fall ein gutes Produkt kriegt und auf jeden Fall Spaß daran haben kann. Dennoch habe ich mich beim Anfertigen des Bildes halt gefragt, für welche Zielgruppe das jetzt so geeignet sein soll. Denn diese Tinte ist ja schon eher so etwas Spezielleres, würde ich mal sagen. Die Tinte alleine zu verwenden, so wie ich das jetzt hier in diesem Video mache, finde ich sehr schwierig. Aber in Kombination mit anderen Medien kann das halt schon ein Bild richtig schön aufwerten. Zudem ist die Tinte eigentlich auf Wasserbasis, aber wenn sie erstmal getrocknet ist, dann lässt sie sich nicht mehr richtig anlösen. Und das ist natürlich ganz geil, wenn man zum Beispiel mit Alkoholmarkern arbeiten will, denn man kann da einfach rübermalen und da verwischt gar nichts. Außerdem würde ich diese Tinte sehr für Aquarell empfehlen, weil man damit richtig schön zufällige Texturen erzeugen kann. Allerdings würde ich auch sagen, dass man zuerst lieber mit Aquarell arbeiten sollte und dann erst mit der Tinte arbeiten sollte, weil wenn man zu viel von dieser Tinte verwendet im Aquarell, kann das schon so ein bisschen Bild von einem richtig dreckig machen und das Aquarell könnte dann halt seine Leichtigkeit verlieren. Und wie gesagt, wenn man das dann halt auf das Aquarellbild aufträgt, kann man das nicht wieder anlösen. Also das sollte einem dann bewusst sein. Mal abgesehen von dem Kunstaspekt jetzt, kann man diese Tinte natürlich auch mit einem Füller benutzen. Zum Beispiel zum Schreiben für Gedichte oder Geschichten. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass die Feder von eurem Füller verklebt. Allerdings würde ich euch raten, dass ihr in eurem Füller einen Konverter benutzt. Das ist so ein Teil hier. Dann werdet ihr auch keine Probleme haben, dass diese Tinte so extrem flüssig ist. Und dann braucht ihr auch nicht die ganze Zeit umständlich immer wieder in dieses Tintenfass da reinzutauchen. Am Ende habe ich mein Bild ja noch ein bisschen veredelt, indem ich mit der Zitronensäure dann noch ein paar Highlights gesetzt habe, um das ganze Bild noch ein bisschen heller zu machen. Und das ist das fertige Endergebnis. Ich hoffe, dass dir dieses Video etwas gefallen konnte und dir vielleicht auch ein paar neue Sachen zeigen konnte. Generell würde es mich sehr unterstützen, wenn du mich hier unten abonnierst, damit wir uns auch zur nächsten Woche zu einem neuen Date hier auf meinem Kanal nicht verpassen. Ansonsten, wenn du generell mehr über Zeichnen mit Feder und Tinte lernen willst, dann schau einfach mal hier vorbei. Da habe ich nämlich ein extra Tutorial für Anfänger gemacht. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bleib bis dann immer schön kreativ. Wünsche einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao!